bin euer Wirt, der Kalli Schneider. Wir werden für unseren Kaiserschmarrn immer wieder gelobt. Und darum haben wir gesagt, bereiten wir den heute mal für euch zu. Hier ist die Masse. Das ist jetzt ausgerechnet für zwei Personen, die wir heute haben werden. Ganz entscheidend ist der Eischnee hier drin. Eischnee schlägt man immer auf mit ein bisschen Salz, damit er ordentlich bindet. Und wenn man dann mutig genug ist, dann geht man her, denkt, ich habe es richtig gemacht, nimmt das, stürzt es rüber. Und wenn es nicht runterläuft, dann haben wir alles richtig gemacht. Jetzt gehen wir her, heben den Eischnee ganz vorsichtig unter diese Masse drunter. Das ist eigentlich der wichtigste Prozess und es darf auch nicht schnell und groß gemacht werden, sondern wir müssen das ganz vorsichtig unterheben, weil das ist das, was die Fluffigkeit im Kaiserschmarrn irgendwann einmal bringt. So. Wir nehmen eine Pfanne, am besten immer was Beschichtetes, weil das soll ja alles schick da drin anziehen. Geben wir ein bisschen Butter in die Pfanne rein. Vorweg noch nicht so groß Zucker, weil das machen wir alles später. So, und jetzt, zack, geht die ganze Masse hier hinein. Wir verstreichen die noch ein bisschen, weil was braucht der Kaiserschmarrn? Vor allem etwas Ruhe. Ja? Der muss jetzt hier drin schön anziehen, bis er unten goldgelb wird, damit es dann später ein bisschen lockerer wird. Zeige ich euch noch was. Wir nehmen hier eine Glosche, decken das auch ein bisschen ab, dann geht es auch auf dem Herd und dann funktioniert das ganze Ding wunderbar. So, jetzt schauen wir mal, wie es unserem Kaiserschmarrn hier unten geht. Ich denke, oh, der hat sich sehr, sehr schön gelöst. Der wird jetzt also auch unten sein. Ihr seht schon, ist richtig fluffig aufgegangen. Zeige ich euch jetzt einen Trick, wie man den Kaiserschmarrn wunderbar dreht. Ihr nehmt einen Teller, der idealerweise auf die Pfanne drauf passt, nehmt das ganze Ding, dreht es einmal um, super, und jetzt lasst ihr den Kaiserschmarrn wieder locker in die Pfanne zurückgleiten. So, jetzt geht es schon ans Finish. Wie gesagt, dauert alles nicht allzu lange. Wir haben eines gemacht, wir haben vorher Mandeln geröstet, auch wieder in einer beschichteten Pfanne, nichts dazugeben, einfach die Mandeln schön anziehen lassen, bis sie so hellbraun werden. Das streuen wir jetzt hier oben mit drauf. Jetzt kommt noch mal der Zucker. Und Kaiserschmarrn muss immer gezupft werden. Das heißt, wir nehmen den jetzt ganz schick auseinander hier in diese mundgerechten Stücke, wie wir uns das vorstellen, und reißen den auseinander. Da müsst ihr auch jetzt keine große Rücksicht nehmen, ob das kleine Stücke, mittlere Stücke oder sonst was sind. Das ist einfach eine Gefühlsgeschichte. Wir schwenken den jetzt noch einmal ganz locker durch, geben, weil wir alle ganz süß sind, nochmal ein bisschen Zucker oben mit drauf, kleines Stückchen Butter, damit es nochmal mit anzieht. Ja, und der nächste Schritt ist dann schon das Anrichten auf dem Teller. Ja, Kaiserschmarrn ist fertig, jetzt kommt das große Finale. Wir gehen nur her, verteilen den schön auf dem Teller. Und da braucht es auch kein Shishi oder sonst irgendwas dazu. So, schön die Mandeln nochmal mit oben drüber. Wir machen den übrigens klassisch immer ohne Rosinen. Weil es gibt viele Leute, die haben da ein Problem damit, sage ich jetzt mal so. Die essen nicht so gerne Rosinen, deswegen machen wir ihn immer ohne. Aber können natürlich gerne Rosinen mit rein. Am liebsten natürlich vorher ein bisschen Rum eingelegt. Dann schmeckt es umso besser. So, hier ist unser Erdbeer-Rhabarber-Ragout, das wir vorher gemacht haben. Ja, das war's mit dem Kaiserschmarrn. Wer es noch süßer haben möchte, gibt ein bisschen Staubzucker oben drüber, garniert es vielleicht mit einem Minzeblättchen aus, wie auch immer. Ich finde, das schmeckt so wunderbar. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Einfaches Kochen hat viel Spaß gemacht mit euch. Danke. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de